Hallo und herzlich willkommen. Oh, Dame, zur nächsten Runde Elden Ring. Ich war hier random einfach am Rumreiten und habe auch diese Burg hier gefunden. Wir sind einmal hier unten. Und ich dachte mir, ja komm. Guck schon mal, was so abgeht. Weil ich wusste nicht mal, dass es hier so eine Burg ist. Ich dachte, dieses Gebiet ist eher so... Okay, warte, komm. Wir ehren diesen Kampf. Weil ich glaube, die sind nur so alle easy hier. Ja. Yep. Ach, sogar du, Alter. Du bist auch nichts. Weg, weg. Und ich dachte mir, ja komm. Kriegen wir ganz schnell diese ganze Gegend. Okay, da ist ein Hund, ist es, glaube ich. Hier ist eine Ratte. Natürlich. Boah, die Bombe hat mir nichts getan. Boah, wenn ich ein Chat. Ja, ich sehe die Bombenfässer neben mir. Wir scheißen mal gut drauf. Buch des nomadischen Kriegers. Okay. Handbücher sind nicht schlecht. Das sind halt Rezepte zum Craften. Ah, so einer. Okay. Damn. Oh, nice. Okay, die Ritterrüstung möchte ich haben. Die Ritter sehen geil aus. Die würde ich sogar tragen. Statt der Rüstung hier. Die trage ich ja nur so, weil ich nicht weiß, was ich mit dem Wolfkopf machen soll. Da hätte ich auch eigentlich gerne das ganze Set. Aber ich habe halt auch keine passende Rüstung für den Wolfkopf. Oh, ist hier vielleicht die Münze? Lol, wirklich jetzt? Die ist wirklich... what? Ich hatte eigentlich einen anderen Plan. What? Ich bin einfach random hergekommen. Dachte, ach komm, machen wir. Ich wollte eigentlich mit dem Blade in die Unterstadt fahren. Das war eigentlich so mein Hauptplan. Oh. Sie dürfen nicht. Aber wenn es so ist. Ich meine, ich habe gerade einen Weg zum Main Path gefunden, ne? Ja, wir können mal gucken. Vielleicht finde ich jetzt ganz schnell den Fahrstuhl. In die Unterstadt. Wenn ja, dann können wir einmal kurz gucken, was da unten abgeht. Und wenn nicht, dann können wir dem Hauptweg folgen. Ich bin ja einfach auch nur durchgeritten, weil ich weiß, dass die ganzen Bären und so hier sind. Und ich kämpfe relativ ungern gegen diese Bären, weil die sind schon relativ stark. Vor allem gegen die Großen kämpfe ich ungern. Und dann sehe ich aber diese Burg und wie random das war. WTF. Und diese Geräusche verunsichern mich. Weil in Dark Souls 3 hieß es immer, okay, hier ist... Oh, nice. Hier ist, so ein Kristallkäfer. Denke ich auch immer ab und zu. Aber das sind immer diese unnötigen Kugelkreaturen. Ach, hier ist eine Fahrstuhl. Ist ja auch ein Checkpoint in der Nähe. Wir reiten einmal nur drumrum. Um sicher zu gehen. Nö. Dann gehen wir hier rein. Ja, Brunnen vor am Siofra. Und hier geht's nach unten. Ah, hier ist das, wo ich eigentlich hin wollte. Egal. So, jetzt können wir uns eigentlich anschneiden, weil das dauert lange.
sieht schon geil aus, ne? Da muss man echt sagen. Das kann das Spiel. Ich spiele halt nicht annähernd auf den höchsten Grafikeinstellungen. Weil aufnehmen und... Also das der Quali aufnehmen. Ne, das packt glaube ich mein PC nicht. Ausprobiert habe ich es nicht, aber ich habe... Die Dateien sind auch schon so riesig. Darum, ich möchte nicht, dass mein PC hier irgendwann abbrennt. So eine Aufnahme ist halt auch schon um die 30 GB. Darum, nee. Noch mehr Leistung möchte ich nicht in die Videos packen. Und da das Spiel halt auch nur 60 FPS capped. Schwierig. Da würden die Frames sehr leiden. Sehr, sehr leiden. Aber trotzdem, ey, das Spiel sieht einfach mega nice aus. Okay, hier sind diese... Okay, diesmal machen wir mehr Damage, nice. Das ist das Gute an der schweren Waffe. Wir hauen diesmal durch. Wir prallen nicht dran ab. Okay, da oben liegt Loot. Da kommen wir aber noch nicht hin. Sagen wir mal kurz hallo. 120 gibt einer. Okay, lohnt sich immer noch nicht, die zu bekämpfen. Ja, loote. Danke. Wie lange das dauert? Okay, warum sind hier diese ganzen... Ha. Bevor wir hier weitergehen, weil ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, ob das mit dem anderen Gebiet sich loopt oder ob das hier alles neu ist. Ja, man kann hier safe, ja, muss ich doch. Ich denke mal, ich kann dahin, wo ich auch gerade Loot gesehen habe. Das sieht sehr danach aus, ja. So, jumpen wir einfach hier runter. Versuchen auch wie ein König hier zu landen. Zack. Orakelblasen. Aha. Das ist schon wieder was für Magier. Boah, ist das Schmutz. Dass die Magier hier so geliebt werden. Was ist denn mit den Kriegern? Leute, die Stärke sind. Auf Stärke gehen. Nahkampfwaffen. Große, fette Waffen. Warum werden die nicht belohnt? Gerechtigkeit für uns. Und auch immer schön umgucken. Ob irgendwas hinterm Fahrstuhl ist. Ah. Bestienleber, wichtig. Was hätte ich ohne... nein. Ohne dieses Item da nur getan. Okay, wir sind doch in einer ganz anderen Gegend. Boah, ist das hier geil. Gibt es hier auch eine Karte? Das könnte eine Karte sein. Ach nee, ach. Ah, okay. Okay, ja. Ich weiß, was das hier ist. Okay. Wir müssen einfach davon genug anzünden. Dann spawnen wir hier einen Boss. Okay. Ich würde sagen, aber das Gebiet machen wir wann anders. Muss nur gucken, wie ich nochmal... Nicht so. Nicht so. Nicht so. Ah, so. Wie ich die Ebene wechsle. Weil ich sehe halt nicht die Steuerung für die Controller, sondern für PC. So, Kuss dafür, by the way, Steam. Danke. Und auch an das Spiel. Okay. Aber ich würde sagen, wir machen hier im Hauptweg weiter.
und fahren mit dem Fahrstuhl hoch. Nice. Erstmal runter gucken. Erstmal hier, ne? Boah, guck mal, wie weit oben wir sind. Das ist echt krass. Guck dir das mal an. Und da unten waren wir. Angeblich. Hi. Wie ich hier bekämpft werde, hallo? Das hätten die mich erwartet. So. Wrecken wir die mal weg. Genauso. Ja, bleib gleich liegen. Irgendwo da. Da ist unser erster Checkpoint. Und jetzt können wir uns eigentlich sogar entscheiden, wo wir hin möchten. Entweder folgen wir jetzt dem Hauptplot und folgen dieser Straße oder wir gehen zur Seite und gehen im Vulkan. Wir können ja erstmal der Straße folgen. Erstmal Mainplot hinterher, bis wir an einem Punkt abprallen, wo wir nicht weiterkommen. Würde ich jetzt mal vorschlagen. Hört sich, glaube ich, nicht so schlecht an. Guck mal, hier sind auch schon wieder so ein kleines Lager. Wo wir einfach durchlaufen können. Ich muss sie ja nicht bekämpfen, zum Glück. Ne, wir gehen einfach rein. Okay, bleiben hängen. Gucken, was sie für uns haben. Und das. Ja, das ist so leicht antiklimatisch. Zum Glück kämpfe ich nicht. Da hätte ich mich leicht geärgert. Ja, der pennt hier. Ja, pennt weiter. Okay, das scheint es da gewesen zu sein. Dann perfekt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich noch ein Camp. Nope. Nope. Aber ich habe keinen Schaden bekommen, natürlich. Das sieht ein bisschen gefährlicher aus hier. Fächerdolch. Au. Oh, der hat gut Leben.
auch nur. Ach so, es geht hier weiter. Der Loot in der Mitte habe ich gesehen, aber ich wollte erstmal gucken, ob hier noch irgendwas außen ist. Aber ist nichts. Aber es scheint auch weiter zu gehen. Alter, was ist das für ein Lager? Dann nehmen wir noch ein paar mit auf den Weg. Ach, dass sie uns nicht abfacken. Die Boys können ja dann mitkommen. Toll, genau den habe ich übersehen. Nice. Ah, nee, den möchte ich auch nicht haben. Okay, töten wir uns alle. Alles klar. Ihr habt mich überzeugt. Geil. Deren Helm. Oh, hier ist es still. Weil das hier keiner ist, das ist Hass. Ich könnte auch sogar einen Boss erwarten gerade. Großschild-Talisman. Das sagt mir nichts. Erhöht. So was gibt's? What? Okay. Okay, das sagt mir echt gar nichts. Ha. Huh. Ich dachte, ich kenne das Spiel gut. Komm, und da findet man trotzdem noch Sachen, die man null kennt. Finde ich geil. Loch voraus, Finger benötigt. Irgendwie sowas stand da, safe. Habe ich jetzt nicht gelesen. Okay, deaktivieren meine Heilung. Oh, hier ist so ein Siegel. Oh. Welches aktiviert werden muss, natürlich. Mit einem Steinfeldschlüssel. Des goldenen Stammbaums. Okay, das hört sich nicht so geil an. Stammbaum. Das heißt, kommt jetzt ein Baumboss? Oh, bitte nicht. Oh nein, ich weiß, glaube ich, wer kommt. Wow, what? Okay, den habe ich nicht erwartet. Godfrey? Oder Goatfrey? Wait, what? Den gibt es? Okay, den kenne ich auch nicht. Spiel ich ein neues Spiel? Was ist hier los? Die recyceln einfach Hauptbosse. Ich glaub's nicht, wollte ich gerade sagen. Und der wipe gerade mein Eis. Oh, krieg einen Heavy Hit ab. So. Boah, der hat viel Leben. Oh, der hat echt viel Leben. Der hier auch eine zweite Phase hat. Au, ich dachte mir schon. Heilen? Ja, kann ich. Nice. Oh, der Lag. What? Oh, die waren böse. Und trotzdem bin ich irgendwie gedodged. Keine Ahnung wie. Alter, macht den Damage. Boah, die Combo. Die konnte er damals nicht. Das sage ich euch. Ein Heavy Hit kriegt er ab. Kann man den nicht staggern? Doch, kann man. Ich wollte gerade sagen. So, wie viele Hits braucht er bitte? Wir buffen uns lieber. Oh nein, ja.
Bin schon weggerannt eigentlich. Oh, was? Boah, okay, der ist krass. Der hat nicht nur viel Leben, der hat auch neue Moves. Damn. Ja. Alter, was? Dass man gegen ihn nochmal kämpft? Das, okay, warte, ich bin baff. Wo ist das? Aha. Ob das auch mit anderen Bossen so ist? Oder ob er der Einzige ist? Immerhin muss man die nicht mal wieder neu auffüllen. Das wär's. Aber ich war so ein schwacher Feind, ja. Geht so. Alter. Okay, wir gehen ein bisschen näher. Waffen uns hier. Und laden uns hier auf. Ja. 3000 Schaden. Ja, ich glaube, das. Okay, oh. Ja, das ist die Kombo, wo er durchsprintet. Den Schlag kriegt er auch noch mit rein. Dann einmal so und so. Nice, das geht. Okay, sehr schöner Anfang. Sehr, sehr schön. Und das war echt gut Schaden, was wir gerade gemacht haben. Und so. Okay, what? Jetzt wipen wir den Boden gerade mit ihm. Der Arme. Aua, ich wurde noch gerollt. Aua, Alter, der tut richtig weh. Die Kombo ist übel böse. Wir buffen uns. Also, guter Schlag, den mag ich. Aua, das hat sehr doll weh. Oh oh. Nein, nein, und okay, doch. Wir heilen uns lieber. Sicher ist sicher. Aber den Move mag ich überhaupt nicht. Einmal zu früh gerollt, Mist. Oh, ich hab's vergessen, dass es die Dreier-Kombo ist. Aber jetzt haben wir ihn. Huh, nice. Boah. Alter, der war nice. Godfrey's Ikone, what? Okay, warte, was? Okay, ich lerne hier gerade ganz neue Sachen. Was ist denn Godfrey's Ikone? Versteckt auf so Talente. LOL. Auch noch nie gesehen. Oh, das sind andere Spieler auch überhaupt benutzt. Alter, wo bin ich? Ah, okay, der war. Der hat ordentlich ausgehalten, muss man sagen. Weg mit dir. Und der war. Anspruchsvoll. Aber das war nice. War ein guter Boss. Oh, wäre ich direkt weiter beleidigt. Ja, ihr mich auch. Einen vergessen oder leben die wieder? Die leben wieder. Die haben meine Frage schön beantwortet. Dankeschön. Ich dachte, ich wollte eigentlich auf den Hauptweg umgucken, aber hier sieht es auch gerade so. Na komm, wir gehen weiter hoch. Wir folgen einfach der Straße. Ich habe das Gefühl, meine. Alter, der hat wirklich echt viel ausgehalten, der Typ. Guck mal, hier oben ist noch ein Händler. Ja, hier war ein Händler. Oh, das wird jetzt interessant.
Die Gegner sind kacke. Und ich sehe zwei von denen. Jetzt lass mich die staggern. Mit jedem Hit. Schade. Au. Ich hatte Hoffnung, dass er nicht trifft. Einen haben wir. Boah, der Kick, ne? Boah, hab ich den vermisst. Nein, okay, doch. Anscheinend. Aua. Ja, spring aber nur. Schlag nicht zu. Nein, nein. Nicht, dass ich gerade mein Leben gerettet hätte. So, verteilen mit den paar Schellen. Und wrecken den absolut weg. Okay, der größte Disrespect. Alter, was war das gerade? Der Arme. Der tut mir sogar leid. So, für was habe ich hier gekämpft? Parfümflaschen. Mhm. Alright. Krass, wir sind schon so weit gelaufen. Oh. Kurz umgucken, ob wir hier eine... Nope. Verlorene Gnade finden, wollte ich gerade sagen. Ach, da geht's Richtung Hauptstadt. Ach so. Ach, hier. Ich wollte gerade sagen, eigentlich muss hier... sowas in der Nähe sein. Ich habe auch schon die Karte gesehen. Aber bevor wir dahin gehen und die Karte holen, leveln wir ganz kurz. So, eine Stufe noch da rein. Oh. Melin, dann werden wir wieder reden, ja. Hi. The Erd Tree is close. Only a little further till the foot of the Erd Tree. It takes me back. I was born. At the foot of the Erd Tree. My mother gave me my purpose. Though now, I... The reason for which I live. Am Baum wurde sie geboren. Am Baum. Aber nicht mit dem Baum oder so, sondern am Baum. Ob das trotzdem eine Rolle spielt? Okay, ich hätte gedacht, der ist hier. Die Karte. Doch nicht durch so eine jämmerliche Wache. So, weg. Ist die Karte... Ach da, okay, links. Ich will wenigstens noch die Karte hier einsammeln. Dann können wir eigentlich gucken, was uns auf den Treppen da erwartet. Obwohl ich ehrlich bin, ich weiß schon, was uns da erwartet. Aber dann könnt ihr ja sehen, was auf uns noch so zukommen wird. Ist das so weit? Ach da. Ach so. Ich dachte, das ist ein Baum. So. Komm, ich will zeigen. Ach komm, Spiel. Okay, die zeigen uns nur die Gegend. Also möchten die, dass wir... Ah, wir gehen da nicht lang, komm. Man möchte natürlich wissen, was auf den Treppen abgeht. Schade. Wäre geil gewesen, hätte ich den auch noch bekommen. Darum gucken wir nach, was auf den Treppen abgeht. Ich wollte gerade rollen. Wir warten kurz. So. Aua. Ja, du darfst aufstehen. So. Okay. Leicht abgefuckt hat er mich. Aber nur leicht. Oh Junge, let's go. Ich weiß gar nicht, kommen wir so überhaupt da rein? Ja, die Tür ist offen, okay. Au. Au. Und tot, glaube ich. Ja, ja.
Okay, doch nicht tot. Okay, wir reiten aber durch. Kein Sinn, kein Zweck. Ich zeige euch einmal, was oben abgeht. Was hier allgemein abgeht. Und dann können wir den Weg gehen, den das Spiel möchte. Ah, guck mal, hier sind drei dieser Ritter. Und zwei diesen fetten Bogen haben. Aber leider hört es noch nicht auf. Wenn man all die getötet hat, kommen zwei dieser Banger. Geil, ne? Darum umdrehen. Das Spiel hat, glaube ich, recht. Ah, da ist die Karte, okay. Wir sind halt, glaube ich, nicht ready dafür. Aber ich würde auch erstmal sagen, das war's mit der Folge. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.